Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei einer neuen Folge Top 10 eure Icons, die ihr euch wünscht. Tja, was heißt eine neue Folge? Es gab ja bisher nur eine Folge und das war ein Ranking, das ich aus dem Internet genommen habe, wie die Mehrheit auf diesem Planeten sich wünscht, was für Icons kommen sollen. In diesem Video, das schon etwas älter ist, habe ich euch darum gebeten, wenn ihr unzufrieden mit diesem Ranking seid, schreibt doch mal in die Kommentare rein, welche Icons euch fehlen, welche Icons noch in FIFA 20 kommen sollten. Da haben sehr viele deutsche Icons oder deutsche Legenden genannt, dass es dann schwierig war, einen, sagen wir mal, internationales Video zu produzieren. Deswegen habe ich mich kurzfristig entschieden, zack, einfach mal eine Top 10 deutsche Icons, die man sich wünscht, zu machen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei OneFootball vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Die unterstützt nämlich dieses Video. Und ich würde sagen, nicht lang snacken, Koppen nacken. Wir fangen an mit Platz 10. Nochmal hier der Hinweis, die Attributen sind nur von mir so ein bisschen erdacht nach den Stats und Erfahrungen. Es gibt hier Spieler, die ich selbst in meinem Leben nicht erlebt habe, deswegen sehr schwierig ist zu beurteilen. Ich glaube, dass wirklich 99,5% der Zuschauer nicht wirklich von jedem Spieler alles schon mal erlebt hat oder ihn erlebt hat, überhaupt in seinem Leben. Deswegen sehr schwierig, dort irgendwelche Stats abzugeben. Deswegen schauen wir mal, wie ihr sie findet, die Attributen und Gesamtstärken, wenn ihr irgendwelche Wünsche haben solltet oder sagt, nee, da ist zu viel, da ist zu wenig im Vergleich zum anderen, ist zu krass oder was auch immer, schreibt es einfach sachlich in die Kommentare, würde mich freuen. Und wenn euch immer noch Spieler fehlen sollten, Icons, auch nicht deutsche Icons, ballert sie gern mal in einen Kommentar, da können wir vielleicht noch eine nächste Folge machen. Abfahrt jetzt mit Platz Nummer 10. Und das ist Stefan Effenberg, wie ihr hier seht. Gut, es gab ihn ja schon mal damals auf der Xbox noch, bevor die dann mit FIFA 18 und so weiter komplett für alle Plattformen kamen. Ja, da hatte er damals eine 85er-Icon, aber da EA ja jetzt komplett ein neues System geht mit den Icon-Stories, also wir haben ja drei Icons, die Baby, die mittlere und die Prime. Ich habe jetzt hier mal die Prime genommen, so wie ich sie mir jetzt einfach vorstelle bei Effenberg, und da bin ich natürlich auch höher gegangen, nicht von 85 ausgegangen, sondern von 90. Deswegen Effenberg jetzt hier für mich am Start auf Platz 10 ist eher nicht, weil ich das sage, sondern die Stimmen zählen natürlich vom letzten Video, wie oft Leute in den Kommentaren geschrieben haben, Effenberg möchte ich gerne als deutsche Icon dabei haben. Ja, also nicht ich habe das Ranking entschieden, sondern ihr. Es geht auch nicht nach den Gesamtstärken. Ja, Effenberg hat 370 Bundesliga-Spiele gespielt und dabei 71 Tore gemacht, 75 Vorlagen. Und aus diesem Grund, dass er 75 Vorlagen gemacht hat, mehr als Tore als zentraler Spieler, 6er ZOM, also so in dem Bereich hat er sich immer bewegt, habe ich ihm natürlich ordentlich Pass gegeben, weil ich glaube, wenn man so viele Vorlagen macht, dann hat man schon einiges drauf. Auf dem 9. Platz freut sich vielleicht die einen aus Leverkusen, da habt ihr euch nämlich den lieben Ulf Kirsten gewünscht. Wer den nicht kennen sollte, natürlich eine Legende von Bayern 04 Leverkusen. Das Besondere an Ulf Kirsten ist, dass er 5 Saisons in Folge für Leverkusen der beste Torschützenkönig war. Von 92, 93 bis 97, 98, also schon gigantisch. Und in der Bundesliga selbst, liebe Freunde, da hat er es dann auch noch geschafft, dass er 1996, 97 und 97, 98, wo mein FCK auch deutscher Meister geworden ist, Torschützenkönig wurde, ja. Also das ist schon sensationell. Er hat jedes Mal, wenn er es geschafft hat, 22 Tore geschossen. Also auch ziemlich krass, und er war damals schon 31, 32 Jahre alt. Also das musst du auch erstmal schaffen, im Alter gibt es gar nicht mehr so viele. Ein Jahr zuvor hat es Freddy Bobic gemacht, da war der 24, der Freddy Bobic. Das müsst ihr euch mal überlegen. Der ist jetzt, war auch schon so ein alter Knacker. Also das ist schon, muss man schon sagen. Und ein Jahr danach, 98, 99, war Michael Preetz, ja, der von Hertha BSC, den ihr jetzt alle kennt, mit 31 Jahren und 23 Toren der Torschützenkönig. Also das ist auch schon sehr spannend. Ich glaube, die Liste könnte man nochmal gemeinsam durchgehen. Sehr, sehr interessant. Wir kommen jetzt zu Platz 8. Und das ist eine Bayern-Legende. Paul Breitner, Leute, am Start. Das wünscht ihr euch so oft, dass der kommen soll und auf Platz 8 kommt. Paul Breitner hat 285 Spiele gespielt in der Bundesliga dabei, 93 Tore geschossen als Sechser, müsst ihr euch mal überlegen, und 34 Vorlagen gemacht. DFB-Pokal 39 Spiele gemacht, 11 Tore, eine Vorlage. Paul Breitner,
eine Superlegende bei den Bayern, muss man mal sagen. Aber ihr müsst aber überlegen, Leute, heute kostet so ein Spieler wie Paul Breitner, der, wenn er heute in dieser Zeit spielen würde, dann hätte der einen Marktwert von 80 Millionen oder so. Damals, 1978, 79, hatte der gar keinen Marktwert, weil es damals sowas nicht gab. Aber man muss überlegen, dass damals Real Madrid ihn gekauft hatte vom FC Bayern München, umgerechnet in Euros, die gab es ja damals noch nicht, 1,5 Millionen Euro. Und dann ist er wieder 3 Jahre später zu Braunschweig gewechselt für 800.000 Euro. Muss man überlegen, was Braunschweig damals war, das haufenweise Kohle, Leute. Ja, heute denkt man so 20 Millionen, ne, aber damals 800.000 Euro, wow, was war das für ein Geld? 1,5 Millionen war ein Wahnsinnsgeld. Heute würde so ein Paul Breitner wirklich richtig, richtig Kohle kosten. Mal einfach so mal drüber nachgedacht. Unsere nächste Icon auf Platz 7 ist wieder eine Bayern-Legende, Sepp Maier, Leute. 473 Spiele in der Bundesliga, komplett nur für die Bayern gemacht. 651 Tore hat er kassiert, 138 Mal zu 0 gespielt. Unsere nächste Icon, die wir gerne aus Deutschland uns wünschen, auf Platz 6 ist Günther Netzer, Leute. Wie geil fand ich das früher immer mit Delling und mit ihm bei ARD, so wie die sich immer duelliert haben in ihrem Expertengesprächen. Ich vermisse das so ein bisschen. Gerd Delling übrigens, der hört ja jetzt ja auch auf bei der ARD, bei dem ist auch Feierabend, was die Sportschau betrifft. Das sind einfach, mit dem ist man groß geworden, also ich zumindest. Und gut, das hat jetzt nichts mit dem Spieler Netzer selbst zu tun, aber Netzer ist auch eine Wahnsinnslegende, Leute. In der Bundesliga 230 Spiele gemacht, 82 Tore und 71 Vorlagen. Das nenne ich mal ein Zehner, Leute. Richtig krass. Gut, ich will ihn jetzt nicht zu hoch knattern mit seinen Attributen. Habe auch lange überlegt, ob er nicht ein bisschen runter muss. Ihr könnt das ja mal sagen. Ich habe mich jetzt mal für 93 entschieden, dafür das absolute Maximum im Spiel. Er könnte auch eine 92 von mir aus haben. Er war ja auch ein totaler vereinstreuer Spieler, muss man sagen. Er hat 349 Spiele komplett für Gladbach gemacht. 128 Tore, 73 Vorlagen und dann hat er halt noch 51 Spiele für Real Madrid gemacht, aber da nur eine Vorlage und 4 Tore, also da gelang es ihm dann nicht so gut wie bei den Gladbachern. Auf Platz 5 haben wir schon wieder eine Leverkusener Legende, aber auch ganz andere Legende. Wir kennen ihn noch als Nationaltrainer, wir kennen ihn aus Bremen, also auch wirklich ein sehr sympathischer und auch ein Spieler, den ich mir auch irgendwie wünschen würde in FIFA. Natürlich ist klar, so viele Deutsche wären ein bisschen krass viel, aber ja, es wäre auch eine Überhäufung an Icons dann da in Food, ganz klar. Natürlich würde man das alles feiern, wenn noch internationale geile Icons kommen würden und natürlich diese ganzen deutschen Icons. Aber hier geht es jetzt um Rudi Völler auf Platz 5. Liebe Freunde, 232 Spiele hat er in der Bundesliga gemacht, 132 Tore und 17 Vorlagen als Stürmer. Serie A hat er auch nochmal gespielt, 142 Spiele, 45 Tore und eine Vorlage hat er da gemacht und er hat ja da lange für AS Rom gespielt, aber er war ja auch in Frankreich unterwegs bei Olympique Marseille, also der ist auch viel rumgekommen, der Rudi Völler, und er macht ja meiner Meinung nach einen sehr langen und sehr guten Job bei Leverkusen jetzt auch so, nicht als Spieler. Also ihr wünscht euch den auf Platz 5 sogar vor den ein oder anderen Top-Spieler aus der Vergangenheit. Also, so, liebe Freunde, jetzt kommen wir erstmal zu Homburg. Platz 4 ist nämlich Uwe Seele. Und der hat es auch wirklich verdient. Auch eine wahnsinns-nordische Legende. 239 Spiele hat er gemacht, 137 Tore und 36 Vorlagen. Ich habe lange überlegt, ist im Verhältnis noch nicht so viel, wie heutzutage ein Spieler spielt. Aber damals war das schon wahnsinnig viel. Ob nicht 93 auch ein bisschen zu viel ist. Vielleicht könnte man einen Gang runterfahren. War auch schon ein Hammer-Hammer-Spieler. Aber damals waren die Zeiten etwas anders, wo es sehr, sehr schwierig ist, die Attributen festzulegen wie heute. Muss auch sagen, ich glaube, dass heute Fußball teilweise viel schwieriger geworden ist, da wirklich sein Talent zu zeigen und wirklich herauszustechen aus dem Fußball. Ich glaube, früher war das ein Ticken einfacher, denke ich. Deswegen immer ein bisschen schwierig, das Ganze einzuordnen. Aber Uwe Seeler bei uns, habt ihr gesagt, auf Platz 4. Auf dem 3. Platz und damit in den Top 3 unserer deutschen Icons, die wir zu FIFA 20 wünschen, ist eine absolute Libero-Maschine, nämlich Beckenbauer, liebe Freunde. Ja, also Libero-Maschine muss man wirklich sagen, damals war Libero und wenn man das konnte, war das eine Hammerposition. Libero gibt es heute teilweise gar nicht mehr. Diese Position ist ausgestorben. Keine Trainer lassen mehr wirklich einen Spieler Libero spielen. Also die Sechser sollen heutzutage mehr nach vorne rein rennen, als dass irgendwie ein Spieler mehr Innenverteidiger und teilweise hinten stehender Sechser war. Ja, also so irgendwie kann man das sagen. Aber Beckenbauer, Leute, für mich einfach der Wahnsinn, ja, wenn du so als Libero, ja, das ist wirklich
wirklich schwer zu sagen. Stellt euch aber vor, mit so einer Mischung aus Innenverteidiger und Sechser eben 424 Spiele macht in der Bundesliga und dabei machst du als Libero 44 Tore, aber auch 69 Vorlagen. Für mich ist Beckenbauer einer der wahnsinnigsten, krassesten Innenverteidiger, die wir in Deutschland so hatten. Auch wenn ich hier natürlich sagen muss, dass es auch wieder schwierig ist, da die Attributen festzulegen, weil es eine ganz andere Zeiteinheit war. Dennoch würde ich sagen, so eine Icon, also die Prime-Icon, könnte ruhig eine 94-95er sein. Ist immer meine Meinung. Also ich glaube auf jeden Fall, dass der vor anderen Deutschen wirklich auch nach vorne stechen dürfte, so eine Icon-Karte. Bin ich sehr gespannt, wie die Bayern-Fans jetzt kommentieren werden. Ob sie sagen, ja, finde ich gut, dass du das auch so siehst. Oder sagst, nee, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu übertrieben. Ich finde ganz ehrlich, was Beckenbauer da geleistet, für mich einfach einer der größten deutschen Legenden, die wir aus der Vergangenheit haben. Auf dem zweiten Platz habt ihr euch Oliver Kahn gewünscht, ja? Oliver Kahn, auch für mich, wie ich gerade schon bei Beckenbauer gesagt habe, einer der besten Torhüter, den ich jemals spielen sehen habe. Es gibt heutzutage tolle Torhüter, es gab früher tolle Torhüter und es gab immer schon gute und tolle Torhüter an sich. Aber ich finde, Oliver Kahn hatte sowas Einzigartiges, das habe ich nie wieder bei einem Torwart gesehen. Für mich eine absolute größte Legende im Tor oder der halt in diesem Kasten hockt oder gehockt hatte in dem Fall. Und deswegen sage ich auch, wenn es eine Icon gäbe von Oliver Kahn, dann eine absolut kranke Karte mit 96er Attribute Gesamtstärke, mit 98 Reflex, das sage ich mit Absicht, weil ich wirklich sage, was der an Reflexe hatte und was der gemacht hat, ist nicht mehr normal. Ich sehe gerade so einen kleinen Grafikfehler, ist jetzt aber erstmal wurscht. Bedauerlicherweise wird dieser Torwart, der 557 Spiele in der Bundesliga gemacht hat und dabei 204 Mal ohne Gegentor, 582 Tore kassiert und auch wirklich viele Rekorde gemacht hat, wird niemals in FIFA kommen. Also aktueller Stand jetzt. Und ich glaube auch, wenn Oliver Kahn sagt, ich hab Bock da drauf, EA wird sagen, du kannst mich mal. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Früher gab es andere Lizenzen, andere Wege, einen Spieler ins Spiel zu integrieren. Und Oliver Kahn, das Sensibelchen, hat damals 2003 gesagt, Moment mal, da gibt es einen WM-Modus, also ein WM-Spiel von EA Sports. Ich glaube, FIFA WM 2002 hieß es damals. Wie, da bin ich drin mit meinem Gesicht, mit meinem Namen, ohne mich zu fragen, was ist denn da los? Und dann hat Oliver Kahn EA verklagt und ist so krass weit rangegangen, so heftig war das, dass EA sogar das Spiel FIFA WM 2002 vom Markt nehmen musste. Ich weiß nicht, warum man das damals vom Markt nehmen musste. Ich glaube, damals war Internet nicht so integriert. Man konnte keine Updates oder Patches rausballern, um ihn rauszunehmen. Damals war alles nur auf CD und deswegen konnte man das nicht irgendwie schnell korrigieren. Heutzutage kannst du einfach Oliver Kahn rauslöschen und Feierabend, sondern geht das Spiel weiter. Damals ging das nicht, deswegen musste man komplett dieses ganze Spiel einstellen und vom Markt nehmen, zumindest also nichts mehr ausliefern. Oliver Kahn hat damals gewonnen und ich glaube, dass EA bis in die Ewigkeit sagt, und wenn der wieder an der Tür klopft und sagt, es ist okay, dass er mich reinmacht, wir wollen mit dem Typen nichts mehr zu tun haben. Deswegen wird dieser Wunsch wahrscheinlich niemals in Erfüllung gehen. Ich denke, dass Oliver Kahn damals einfach überreagiert hat und deswegen jetzt gemerkt hat, Spiele sind doch die Zukunft und deswegen ist er bei Konami. Falls ihr euch jetzt die Frage stellt, warum ist er denn jetzt bei Konami? Ich glaube, er hat einfach überreagiert, hat sich zu wenig informiert, war zu schnell auf 180, so wie ihn halt auch kennen. Und jetzt wahrscheinlich hat er sich im Nachhinein doch ein bisschen geärgert, ne? Dass er vielleicht jetzt nicht bei dem Spiel integriert ist, weil ich finde es schon ein bisschen hinterhältig und bescheuert, dass man ein ganzes Unternehmen verklagt wegen seiner Verletzung der eigenen Rechte. Ja, aber im Nachhinein ist man dann bei PES doch genauso zu sehen und noch schöner zu sehen. Es macht ihn einen Ticken unsympathisch, aber natürlich verstehe ich auch, dass er seine Rechte verteidigen wollte damals. Heutzutage ist es zum Glück alles so geregelt mit Lizenzen, dass ein Spieler gar kein Unternehmen mehr verklagt. Kann. Ja, die Rechte gehören einem Spieler nicht mehr, wenn er unter Vertrag genommen wird bei Bremen oder so, dann gehört das Bremen und Bremen ist in einem Vertrag von der DFL und die DFL verkauft die Lizenz und da kann ein Spieler machen, was er will, der kann nicht mehr gewinnen. Also das ist heutzutage alles schon geregelt, damals aber noch nicht. Und auf Platz 1, Leute, habt ihr die absolute Bayern-Legende raufgeknattert, nämlich Gerd Müller. Und ich sehe gerade, ich kann es leider nicht mehr korrigieren, weil während ihr das Video seht, bin ich im Urlaub und ich hatte keine Zeit mehr, es zu korrigieren, aber ich möchte gerne ganz kurz was sagen. Ich habe mir gerade nochmal in Ruhe seine Stats angeguckt, während ich die Aufnahme mache und sage euch, Leute, ganz ehrlich, vergesst diese Attribute. Ich würde sie wirklich auf 94 oder 95 hochknallen, weil ich habe es jetzt erst nochmal wahrgenommen. Mit 497
27 Spiele in der Bundesliga, 365 Tore, 103 Vorlagen. Das ist so eine kranke Bilanz, dass es eigentlich schon fast ehrenlos von mir ist, ihm nur 93er Stärke zu geben. Deswegen würde ich ganz ehrlich sagen, schmeißen wir diese Attributen in die Tonne. Ihr dürft in die Kommentare reinballern. Du hast vollkommen recht, Nico, das ist zu wenig. Was, das ist ja krank. Leute, er hat 60 Spiele im DFB-Pokal gemacht und 75 Tore. Ja, 15 Tore mehr als Spiele. Das musst du dir erstmal überlegen. Junge, Junge, nur international war jetzt nicht der Oberknaller. Aber was der an Tore gemacht hat, viel zu wenig an Attributen habe ich ihm da gegeben. Ich bin sehr gespannt, was ihr ihm geben würdet. 94, 95, 96 macht man mehr als ein R9, als ein Ronaldo. Müsst ihr mal in die Kommentare ballern, was ihr glaubt. Das waren die Top 10 deutschen Icons, die wir uns natürlich die deutschen Zuschauer wünschen, die in einem Video runtergeschrieben wurden. Die meisten Namen, die kamen, wurden dann gerankt. Ich bedanke mich an OneFootball für die Unterstützung. Schaut auf jeden Fall mal am Link vorbei oder auch bei meinen anderen Partnern und followt mich auf jeden Fall bei den Social Netzwerken. Ich verabschiede mich, vergiss den Daumen nach oben nicht, kostenlos Abo. Mein Gott, was man heute schon alles promoten muss am Ende im Outro. Ist ja verrückt. Tschüss.